spektakulärer Schauplatz für die Squash-WM der Frauen. Die Weltmeisterin wird vom 23. Oktober bis 1. November dieses Jahres in einem Glascourt vor den großen Pyramiden von Gizeh nahe der ägyptischen Hauptstadt Kairo ermittelt. Dies gab die Spielervereinigung PSA am Dienstag bekannt. Die Pyramiden von Gizeh, die im 3. Jahrtausend vor Christus erbaut wurden, sind das letzte erhaltene der 7 Weltwunder der Antike. Überragt werden sie von der knapp 140 Meter hohen Cheops-Pyramide. Bereits 2006 fand auf dem Plateau von Gizeh die Squash-WM statt. Rund um den Court wurden Tribünen für bis zu 5000 Zuschauer errichtet. Im Bemühen um internationales Interesse wählen die Squasher immer wieder außergewöhnliche Austragungsorte. Geholfen hat es aber nur bedingt. Auf eine Aufnahme ins olympische Programm wartet die Sportart immer noch.